Holt euch ein Lembasbrot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Heute wird sehr Fantasy-lastig und damit herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Jetzt sind wir auch mal dran. Vor einiger Zeit haben Jonas, Alpa und Marius 5 Filme, die ihr Leben verändert haben, vorgestellt. Ich weiß noch genau, als ich die Videos der Jungs als Fan geschaut habe. Und ich finde es immer noch unfassbar, dass ich jetzt selbst hier mal sitzen darf. Damals hätte ich nie gedacht, dass mein Job mal sein wird, über meine Filmliebe zu reden. Ähnlich wie die drei werde ich heute über 5 Filme reden, die mein Leben verändert haben. Dabei sind es jetzt nicht immer meine ultimativen Lieblingsfilme, sondern eher Filme, die irgendeinen Einfluss auf mich hatten und ohne die ich vielleicht doch Jura studiert hätte. Ich habe mich zu meinen Eltern abends auf die Couch geschlichen. Im Free TV lief Guillermo del Toros Pans Labyrinth. Da war ich ungefähr 12 Jahre alt. Ich weiß noch, das war eine Phase, in der ich zum ersten Mal Erwachsenenfilme mitgucken durfte. Es kam häufiger vor, dass meine Mama mich ins Bett geschickt hat, aber ich nicht einschlafen konnte. Und als mich dann mein Papa, sehr unauffällig, hinter der Tür hat stehen sehen, durfte ich mich noch mal kurz für 5 Minuten mit dazusetzen. Aus den 5 Minuten wurden dann meistens ein ganzer Film. Vielleicht sind einige von euch, wie ich, mit Märchen aufgewachsen. Egal, ob die Geschichten der Gebrüder Grimm oder Hans Christian Andersen, als ich noch ein Kind war, hat mir meine Mutter welche vorgelesen, bis ich selber lesen konnte. Aus Der kleine Zinnsoldat wurde irgendwann Harry Potter und die Chroniken von Narnia, aus Rotkäppchen Der goldene Kompass und Tintenherz. Man kann schon sagen, ich war relativ früh ein Riesenfan des Fantasy-Genres. Pans Labyrinth war der erste Film, der mich auf diese Art und Weise verzaubert hat. Del Toro erzählt dort die Geschichte der jungen Ophelia. Während des Zweiten Weltkriegs zieht sie mit ihrer schwangeren Mutter Carmen bei ihrem Stiefvater ein, dem faschistischen Hauptmann Vidal, und entdeckt ganz nebenbei ein fantastisches und düsteres Labyrinth. Heute weiß ich, dass ich viel zu jung für diesen Film war. Vidals offene Backe hat mich nachhaltig verstört. Aber der Soundtrack und die einzigartigen dunklen Figuren des Fauns oder des Kinderfressers haben mich gleichzeitig fasziniert und gegruselt. Als Erwachsene fällt mir auch auf, wie viele filmische und kulturelle Referenzen der Film eigentlich enthält. Außerdem kontrastiert er den Ungehorsam der Figuren mit der autoritären Denkweise des Franco-Regimes und kritisiert damit auch das meistens moralisierende und etwas verklärende Märchengenre. Rückblickend könnte man sagen, das war für mich der Moment, in dem ich die Macht des Mediums Film und des Fantasy-Genres richtig verstanden habe. In fremde Welten mit reichem Storytelling einzutauchen und dabei unserer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Über 5 Filme zu reden, die mein Leben verändert haben, ohne Harry Potter zu erwähnen, wäre wie George ohne Fred Weasley, Vielsafttrank ohne Flurfliegen oder wie halt Harry Potter ohne J.K. Rowling. Das geht leider nicht. Turf. Ich war früher ein so riesiger Harry Potter-Fan, dass ich jedes Buch mindestens 8-mal gelesen oder mich sogar in Karneval als Hermine Granger verkleidet habe. Mit 17 habe ich mir sogar ein Harry Potter-Tattoo stechen lassen. Heute ist es manchmal schwer, ein Harry Potter-Fan zu sein und am liebsten würde ich die Autorin strikt vom Werk trennen, was aber leider nicht immer so einfach ist. Unweigerlich ist und bleibt Harry Potter aber ein riesiger Teil meiner Kindheit. Ich verbinde mit jedem einzelnen der Harry Potter-Filme eine bestimmte Erinnerung oder Gefühl. Der dritte Teil, Der Gefangene von Azkaban, ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm und meiner Meinung nach auch mit Abstand der beste Film der Reihe. Das liegt besonders an seinem Regisseur Alfonso Cuarón. Zufälligerweise der zweite aus Mexiko stammende Regisseur in meiner Liste. Erst das Buch zu lesen und dann den Film zu schauen, habe ich nur bis zum dritten Teil durchgehalten. Heute würde ich das natürlich nicht mehr tun, mir Filme oder DVDs illegal zu besorgen, aber mein großer Bruder hatte Der Gefangene von Azkaban, Der Feuerkelch und Schreck 2 als gebrannte DVDs mit im Sommerurlaub. Ihr könnt es euch schon denken, diese drei Filme wurden von uns dann auf seinem portablen DVD-Player rauf und runter geschaut. Der Gefangene von Azkaban schafft es dabei, sich erwachsener anzufühlen als seine Vorgänger. Es wird eine düstere und melancholische Stimmung erzeugt, die sich in die späteren Teile fortziehen wird. Cuarón hat nicht nur jeder Figur mehr Individualität und Leben eingehaucht und das Color Grading um einiges kühler gemacht, sondern auch durch die Bildsprache und die Kameraführung einen extrem magischen Film geschaffen, in der sich keine Einstellung willkürlich anfühlt. Obwohl das der einzige Film der Reihe ist, bei dem Harry nicht auf Voldemort trifft. Vielleicht liegt es aber auch genau daran. Der Gefangene von Azkaban nimmt sich die Zeit, das alltägliche Leben in Hogwarts zu zeigen. Der Dialog mit Sirius über den Verlust von Harrys Eltern ist vielleicht etwas cheesy, bringt mich aber bis heute zum Weinen und ist für mich die schönste Botschaft des Films. The ones that love us never really leave us. And you can always find in here. We'll be right back.
Wäre ein Filmgenre wie ein Patronus, dann ist es für mich der Coming-of-Age-Film. Im April 2018 kam das Regiedebüt von Greta Gerwig, Lady Bird, in die deutschen Kinos. Für mich traf sich das ganz gut, weil ich nach dem Abi etwas aufgeschmissen war und nicht so richtig wusste, wie es weitergehen soll. Coming-of-Age-Filme sind da ja meistens ganz heilsam, weil die Hauptfiguren genauso planlos sind wie man selbst. Ich hatte die Entscheidung, was ich denn jetzt studieren will, schon ein Jahr lang aufgeschoben und es kam richtig viel für mich in Frage und dann auch wieder gar nichts. Auf der einen Seite meinten meine Verwandten irgendwas Richtiges, bloß nichts mit Medien und auf der anderen Seite bin ich gefühlt jede Woche ins Kino gegangen und habe sonst ganz viel Zeit auf Film-YouTube verbracht. Eigentlich wusste ich schon, ich wollte unbedingt etwas in die Richtung machen. Lady Bird handelt von der 17-jährigen Christine, die am liebsten Lady Bird genannt werden will. Sie wohnt im Norden Kaliforniens in der Hauptstadt Sacramento, möchte aber fürs Studium in eine große Stadt ziehen. Lady Birds Weg in die Unabhängigkeit und ihr Mut, unerbittlich sie selbst zu sein, haben mich vielleicht ein bisschen dazu inspiriert, auch mehr mein Ding zu machen. Schließlich war es die Beziehung zwischen Lady Bird und ihrer Mutter, die ich zu der Zeit nur zu gut nachempfinden konnte. Bis heute ist das eine der Erinnerungen mit meiner eigenen Mutter, weil ich sie ins Kino geschleppt habe, um Lady Bird noch ein zweites Mal zu sehen. Der Film verkörpert perfekt, wie es ist, seine Heimat und Familie vor einem neuen Lebensabschnitt hinter sich zu lassen. Die Repräsentation von Greta Gerwig als Frau hinter der Kamera hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig vielfältige Perspektiven im Film sind. Es gibt immer noch zu wenig Frauen in der Filmbranche. Heute zählen neben Lady Bird Filme wie Porträt einer Jungfrau in Flammen von Celine Sciamma, Titan von Julia Ducournau oder erst kürzlich Charlotte Wells Aftersun zu meinen Lieblingsfilmen von Regisseurinnen. Im Herbst 2018 habe ich mich dann dazu entschlossen, Medienwissenschaft und Politik zu studieren und habe dadurch ein bisschen meine zwei Lieben, Film und Politik, miteinander verbunden. Durch Module in Filmwissenschaften hatte ich plötzlich eine gute Ausrede, um in meiner Freizeit Filme zu schauen. Am spannendsten waren dann auch die Filme für mich, die gesellschaftskritische und politische Botschaften versuchen, für die breite Masse fassbar zu machen. Filme von Spike Lee oder auch Michael Haneke haben mich noch monatelang beschäftigt und mir gezeigt, dass kritische Filme in unserer Gesellschaft wirklich was bewegen können. Häufiger bin ich da auf die Filme von Adam McKay gestoßen. Nein, ich meine jetzt nicht seine Komödie mit Will Ferrell, obwohl die auch sicher einen Platz in einem anderen Ranking hätten, sondern besonders seinen 2015er Film The Big Short. Über ihn habe ich sogar meine Bachelorarbeit geschrieben. Deshalb markiert er für mich Platz 2 dieses Rankings. Dazu muss ich sagen, ich hasse diesen Film auch ein bisschen, einfach nur, weil ich ihn mir so oft anschauen musste. Dabei ist er extrem reichhaltig. Wie mit Humor die Machenschaften der Weltwirtschaftskrise aufgedeckt werden, aber auch wie McKay unsere Sehgewohnheiten auf die Schippe nimmt. Nicht umsonst erklärt uns Margot Robbie in einer Badewanne Fachbegriffe, die man sonst nur aus der Frank-Thelen-Masterclass kennt. McKays Dramedies, egal ob Weiß, The Big Short und nicht zuletzt Don't Look Up, sind in ihrem Kern sehr aktivistisch, weil sie Missstände in der Politik Amerikas auf eine manchmal mehr oder weniger subtile, aber immer unterhaltende Weise ansprechen. Manche Filme sind reine Unterhaltung und das ist auch gut so, aber bei Filmen wie diesen fühlt man sich nicht nur berieselt, sondern aufgewühlt. Okay, die wenigsten wird es schocken. Ein Lieblings-Fantasy-Franchise habe ich mir bis zum Ende aufgespart. Die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Besonders der erste Teil, Herr der Ringe, die Gefährten. Ich habe mir vor diesem Video richtig den Kopf zerbrochen. Vielleicht ist die beste Filmtrilogie aller Zeiten zu nehmen zum Mainstream. Aber was soll ich sagen, wir alle und vor allem Jonas haben einfach einen guten Geschmack. Die Herr-der-Ringe-Trilogie begeistert zu Recht bis heute Millionen von Menschen weltweit. Wie krass ist das eigentlich, dass von 1970 bis heute immer noch Kinder mit der Geschichte von Frodo oder Sam und Bilbo aufwachsen? Ich habe das Ganze schon mal in einem Video zu Rings of Power hier auf dem Kanal erzählt. Spätestens seitdem ich mir als Jugendliche die DVDs in der Stadtbücherei ausgeliehen habe, war ich von Tolkiens Mittelerde begeistert. Der erste Teil, Die Gefährten, hat immer an derselben Stelle gehangen, wo Arwen Frodo vor den Nazgûl rettet. Aragorns Szene, wo er in die zwei Türme das Tor in Helms Klamm öffnet, war mein Sexual Awakening. Und wem wird nicht warm ums Herz, wenn Frodo und Sam in die Rückkehr des Königs nach der Zerstörung des einen Rings sich an das Auenland zurückerinnern? Danach war ich nicht mehr zu stoppen. Die verstaubte Ausgabe von Der Hobbit habe ich aus meinem Regal gekramt. Nach Der Hobbit kamen die Herr-der-Ringe-Bücher, irgendwann das Silmarillion und Zusatzgeschichten aus dem Legendarium. Mit jedem neuen Wort auf Sindarin oder jedem neuen Zwergennamen ist meine Liebe für Mittelerde und seine Figuren gewachsen. Am Ende werde ich Herr der Ringe immer auch ein bisschen mit Cinema Strikes Back verbinden. Die Rings of Power Folgenbesprechungen waren mein erstes großes Projekt hier auf dem Kanal und Jonas hat mich unter seine Fittiche genommen. Hi
Jonas, ich habe, wie du wolltest, für das Special für Herr der Ringe alle Herrscher von Numenor von 32 bis 3310 des zweiten Zeitalters rausgeschrieben. Kannst du singen, Xenia? Ja. Komm, sing mal ein Lied. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann solltet ihr Cinema Strikes Back abonnieren. Ich war vor diesem sehr persönlichen Video echt nervös. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit welchen großen Franchises seid ihr so aufgewachsen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr in den neuen Harry Potter Podcast von Coldmore reinhört oder in das neue Herr der Ringe Special von Jonas, seid ihr auf jeden Fall schon mal perfekt informiert. Ansonsten Valar Morghulis oder so, und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Kanal Cinema Strikes Back.